Kein Wunder, dass Deutschland nicht vorwärts kommt, wenn die alle so langsam fahren. So. Grüße gehen erstmal raus an Sascha. Geiler Typ, geile Videos, geiler Kanal. Jetzt geht's los hier. Da hat aber der Mopedfahrer gepennt, ne? Eure Videos. Moin Leute, willkommen zu schon Folge 101. Schön Granny am Start. Oh, really? Ja, wirklich. So, oh, David, really? Jetzt hast du Zeit. Das ist nicht der ihr Ernst, oder? Das ist die nächste Bestimmtheit, wie der losgehen kann. Dazu die Einzelnen. Ja, da machst du jetzt erstmal nichts mehr. Du kannst wahrscheinlich 15 Minuten vorspulen. Hacken Porsche. Die macht da gerade ihre Runde, Lokalrunde. Madame, links haben wir einen Bordstein. Da kann man langlaufen. Ja. Übrigens, rechts ist auch einer. Der ist sogar näher dran. Ach du Kacke. Ah, ja gut. Den rechten Bordstein kann man auch, wenn man es machen würde. Voll genatzt. Angetäuscht. Ja, ich will hier vorbei, also... Ja, was? Oh, ich glaube, es tut sich was. Sag mal, wer der Babbo ist hier. Wie ist die halt Schiene. Dankeschön. Dunkel ist immer kacke. Und schön gar nichts. Noch Regen oder was? Überholt da einer dieses Ding? Ja, ne? Ihr kennt das. Y-Food, die fertige Mahlzeit zum Trinken. Da ist alles drin, was du brauchst, hält 3 bis 5 Stunden satt und ist vor allem für stressige Tage gut geeignet, wo man keine Zeit hat, sich was zu essen zu machen. Aha. Sehr gut. Gibt's übrigens auch als Pulver zum selber anrühren für einen noch günstigeren Kurs. Mahlzeit. Mahlzeit. Da wir keinen Ton haben, rate ich einfach mal. Matthias hupt, weil war ihm zu dicht. Ist scheiße, ist blöd. Aus. Nicht gut, diese. Bremsen nervt. Und der BMW scheint sich aber 1, 2 oder sogar 3 Mal dafür zu entschuldigen. Nach einem Vogelzeigen oder Stinkefinger sieht es ja nun nicht aus. Hier geht es um das Auto vor uns. Achtet auf den. Hier ist ein Hanna. Der biegt rechts ab, nicht rechts ab. Er fährt rüber. War aber auch erkennbar. Ist nachts. Vielleicht kommt er nicht aus der Stadt. Ich hätte Verständnis. Lass dir nicht immer die guten Sorten mopsen. Hast du recht? Ja. Aber die nehmen mir alle immer, also Kokos und Chocolate ist schnell weg. Guck mal. Ist er auch. Der ist völlig zu. Ferndiagnose. Hauptsache, er ist jetzt richtig gut drauf. Fahren sie dran vorbei, obwohl sie nicht dürfen. Aber die wollten nur mal gucken, ob da ein Hund oder eine Katze am Steuer sitzt. Naja, es war ein Kamel. Ah. Baustellenampel. Also als Baustellenampel wäre ich auch ganz traurig. Ganz, ganz. Was ist das für ein Fell? Eine rote blinkende Ampel habe ich noch nie gesehen. Ganz traurig, denn was man als Baustellenampel so gut wie nie genießt, ist... Respekt! Einfach bekloppt heißt das Video und das passt. Sportlich. Sportlicher Typ. Armin ist mit dem LKW unterwegs. Oh, deswegen so hoch. Dieses extra für den LKW zurücksetzen hat mich an eine Situation erinnert, die ich auch mal hatte. Da hat auch einer für mich zurückgesetzt. An der Ampel und leider vergessen oder nicht gemerkt, dass hinter ihm schon ein anderer stand. Nein. Der fährt also rückwärts und römst dem anderen auf. Tat mir voll leid. Ja, ist auch echt unangenehm. Guckt euch den doofen Bulli an, will hier an der Abfahrt raus und sich unbedingt noch zwischen diese LKW quetschen, nein. Statt einfach dahinter zu bleiben und dann in Ruhe abzufahren. Ist so, er hat genug Platz. Und der LKW, der will ja auch gleichzeitig links raus, also was für ein Chaos. Oh, sauer. Seit es immer mehr Motorräder mit ABS gibt, möchte ich nicht wissen, wie vielen Leuten das schon den Arsch gerettet hat.
Boah, habt ihr gehört? ABS am Motorrad, richtig krasses System. Das war aber knapp, mein Freund. Hat einen richtigen Adrenalinkick gekriegt und freut sich auch noch. Guter Junge. Nice. Aber ich bin mir sicher, er fühlt sich gerade richtig alive. Ach, Bartimus wieder mit seiner komischen Schlagbohrmaschinenmusik. Oh, schön ausgebremst. Oh, pennt ja komplett. Der S wird überbewertet. Ach, Bartimus wieder, der mit seiner komischen Presslufthammermusik. Ja, der Duster hat auch keinen Bock, der zieht einfach auch durch, ne? Schlagbohrmaschinen. Sportlich. 55, gute Geschwindigkeit, um durch den Ort zu brummen, wa? Ah. Ja, also nicht für jede. So ein Geigen. Die Gänse greifen an, sie wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Direkt nach den Eidechsenmenschen. Oh. What the? Das ist auf jeden Fall eine Gang. Jo, lasst euch Zeit. Kein Problem. Wir haben eh noch nicht die 10 Minuten voll. Jetzt guck mal, auch die sind im Boss-Modus, ne? Also ist jetzt nicht so, dass da. Sowieso nichts Besseres zu tun. Ey. Jetzt läuft's. Ach, das coole Liegefahrrad wieder. Also, wenn die Dinger finde ich krass. Also da, ich sehe die immer zwischen so LKWs oder Bussen vorbeifahren und da denke ich mir, Alter, kann man so lebensmüde sein und sich in so eine Kiste setzen? Wenn ich das, diese Szenen jetzt sehe, ne? Also Respekt, Jascha, du hast Eier, mit so einem Ding rumzufahren, echt. Ja. Das da musst du auch Bock drauf haben, ey. Als Fahrlehrer musste ich meinen Führerschein noch nicht abgeben, aber... Bevor ich Fahrlehrer geworden bin, mit 22 habe ich meinen Führerschein mal abgegeben, aber ich bin Motorrad zu schnell gefahren, ja. Ein Monat laufen. Nicht gut. Wow! Alter! Ja. Oi, 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 oi. Mich wundert, dass der Anhänger von diesem LKW noch nicht in der Leitplanke hängt. Is everything okay? Everything okay? I have it on camera. Okay. I have it on the camera. Wow, motherfucker. Für die Analphabeten, hier steht, der Fahrer des blauen LKW hat erstmal auf dem Seitenstreifen angehalten. Der weiße LKW fuhr einfach davon. Ja, cool. Jetzt kann natürlich doch sein, dass der blaue LKW-Fahrer an der Leitplanke hängen geblieben ist und sich jetzt erstmal seinen Schaden anguckt oder ob er überhaupt das Ding berührt hat und so weiter. Er war sich anscheinend moin, moin. Sicher, es muss verdammt knapp gewesen sein. Das sah auch ziemlich spannend aus, ja. Hier wieder ein Moped mit Überbreite. Alter, Alter, Tim hat das aber auch gar nicht. Eine doppelt durchgezogene Linie ist übrigens rechtlich gesehen genau das gleiche wie eine Leitplanke. Wie die meisten Männer. Hier zwei Pflaumen auf dem Fahrrad mit dem Wunsch zu sterben. Ja, das stimmt. Nicht mal die Holländer kriegen das hin. Die fahren ordentlich Fahrrad. Ja. Muss ich überhaupt meinen Super-Tee. Denkt sich JX. Hier ist ja noch eine Parklücke. Hat da schön schnell hinter den Roller gestellt. Was? Aber das ist doch auch verkehrt rum. Nein, nein. Boah, das ist aber auch fies, oder? Guckst in den Spiegel links und rechts. Nö, nö, keiner hinter dir. Ja, kacke. Ja, wenn du dann so versteckt den da hinzustellen. Ehrlich, wenn du dann keinen Pieper hast. Schrott. JX ist aber hingegangen und hat gesagt, hier Leute, ich habe das auf Kamera, falls irgendjemand da diese Videos braucht und so.
Aber es hat sich keiner mehr gemeldet. Bis wer weiß, wie lange danach dem Unfall. Und naja, wird wohl alles gut gegangen sein. Strange. So. Fahrradfahrer sind aber drauf, ne? Was soll das denn? Sag mal, geht's dir doch ganz gut, oder was? Bist du irre? Meine Fresse! Stimmung! Hier, das ist cool. Da kommt dieser Bussard, Falke, Adler. Dieser große Vogel kommt halt an, erschreckt sich vor dem Auto und lässt seine Maus fallen. Und die liegt aber nicht auf der Straße. Die hängt vorne im Kühlergrill. Und darum hat Steffen dieses Video auch Maustorpedo genannt. Passt? Wie oft gibt das bitte Leute, die ein Rad verlieren auf der Autobahn? Ey, Alter, das ist aber selten. Guckt mal nach ganz vorne zu den LKW. Oh nein. Die tanzen da alle so komisch. Nein. Wer? Ist da eine Ente oder was? Ernsthaft? Da sitzt eine Taube. Taube, hier ist Alter, wer ist der Boss? Du setzt dich einfach auf die Autobahn und alle haben Respekt, Alter. Also die hat doch einen weg, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Baum noch andere Tauben sitzen, das beobachten und das quasi bloß eine Mutprobe ist, ne? Ich glaube, ich kenne Disorders-Störung. Keine Geduld zu haben. Können die mal hier... Kein Wunder, dass Deutschland nicht vorwärts kommt, wenn die alle so langsam fahren. Naja, wir haben Vorfahrt. Mach die Klotzen auf. Kurz zuvor, sagt Vincent, haben sie sich noch über unseren Kanal hier unterhalten. Ja, und dann... Oh nein. Nein. War doch jetzt nicht vorbei. Hey, das haben wir aufgenommen. Grund Nummer 1, warum man 30 in der 30-Zone fahren soll. Ich finde, das ist Grund genug, um nicht schneller als erlaubt zu fahren, ne? Aber eine Chance hätte der Pansen eh nicht gehabt. Nee, der wäre voll drauf. Wusch, das ist schon dämlich. Wenn jetzt einer von der Gegenspur hier abbiegen möchte, na, dann ist doch schon wieder alles Käse. Also das ist schon strunzdumm. Aber es geht noch dümmer. Man soll's nicht glauben. Oh nein. Ich bin mal einmal nach Kroatien gefahren, ne? Mit so einem Cabrio. Und in Rijeka, wusste ich bis dahin nicht, gibt es eine Motorrad-Grand Prix-Rennstrecke. Und ich fahre so in Rijeka vorbei und fahre so auf der Autobahn, war Sommer, alle Fenster runter, da Cabrio. Auf einmal höre ich so, ich denke, was ist das? Und auf einmal überholen mich rechts auf dem Seitenstreifen, links auf der Autobahn Leute mit Wheelies, ohne Helm, Einrad und ziehen so an mir vorbei. Rechts, links, der eine steht hinten, der andere am Tank. Ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Später habe ich dann rausgefunden, das ging da um so einen Grand Prix. Aber naja, also es gibt, wie ihr seht... Keiner, aber Talente. Auch gar keiner, guckt an dieser Stelle rechts in den Spiegel. Wenn man denn so ein bisschen nach rechts rüberschlenkert und den Moped-Fahrer da ins Grüne drückt und dass er dann gegen Baum fährt, ja, dann hätte er es aber auch verdient gehabt. So dumm musst du erstmal sein. Danke, bis zum nächsten Mal. Abo hoch, Daumen setzen, ihr wisst schon. So sieht's aus. Ja, das nennt man eine unvermeidbare Behinderung. Es ist immer aus USA, Williams, Sportler, kurze Hose, T-Shirt, keine Handschuhe. Genau, das sind die, in diesen richtig gut, die Jungs. Also in den USA möchte ich auch nicht in der Notaufnahme arbeiten.